Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Ja, also es geht schon sehr, sehr schnell. Ja. Man muss da wahnsinnig konzentriert sein, glaube ich. Ne? Ja, ja. Wirklich jedes Wort mitkriegen. Jedes Wort, das ist wichtig, weil hier gerade diese letzte Frage zum Beispiel, in welchem Jahrzehnt? Also es wird manchmal gefragt, welches Jahrhundert, welches Jahrzehnt, ja. Welches Jahr? Mhm. Und sobald man da, und das passiert sehr häufig, wir haben jetzt inzwischen uns, sagen wir mal, wir sind darauf geschärft, darauf zu achten. Und den Kandidaten passiert gerade da oft der Fehler. Es hatte mal nicht so lange her, dass ein Kandidat das genaue Jahr sagte, aber es war eben nach einem Jahrzehnt gefragt, dann ist die Antwort falsch. Mhm. Ja. Und das ist ärgerlich, ne? Weil man ja eigentlich präziser ist noch, als es sein muss. Aber wenn nach dem Jahrzehnt gefragt ist, ist es nach dem Jahrzehnt gefragt. Kam das in deiner langen Laufbahn schon mal vor, dass du gemerkt hast, Moment mal, die Antwort ist doch eigentlich ganz anders, als ihr das hier denkt, liebe Redaktion? Ja, wir sprechen schon mal, da bin ich jetzt zum Beispiel an dieser Stelle jetzt, um das anzusprechen, da fällt vielleicht immer zu allem irgendwie nachträglich eine Anekdote ein. Bei den tierischen Namen, da habe ich einfach an Tiere gedacht und habe nicht an Flippers gedacht. Flipper, wenn es jetzt auf den, ich habe es gar nicht, also Flipper für mich ist die Flosse beim Delfin und dann natürlich der Eigenname des Delfins aus der Fernsehserie und so weiter. Also das sind so Sachen, wo man sagt, ja okay, es ist okay, also ich habe da wahrscheinlich, meine Gedanken gingen da in die falsche Richtung und die Kandidatin hat richtig gedacht, klar. Und es gibt ab und zu mal Fragen, wo wir auch nachträglich nochmal diskutieren und sagen, ja, das geht aber meistens, sagen wir mal, zur Hälfte zu unseren Gunsten, zur Hälfte zugunsten der Kandidaten. Also man kann eigentlich über jede Frage stundenlang diskutieren, wenn man will, oder fast jede Frage, wenn man in die Details geht. Und wir haben aber eine sehr gute Redaktion, die sich da auch schon im Vorfeld ganz viele Gedanken macht. Und wir sind natürlich schon, klar, wir sind da kritisch, also wir fühlen uns ja jetzt aber nicht benachteiligt, sondern das kommt schon, man muss ja auch darauf achten, dass die Kandidaten nicht benachteiligt werden. Es kommt auch schon mal vor, dass eine Frage, ich hatte zum Beispiel eine Kandidatin gehabt, die hatte, da gab es eine Frage nach, auch eines meiner Lieblingsgebiete, die Astrologie. Natürlich als wissenschaftlich interessierter Mensch und der sich auch sehr früh schon in der Kindheit für Astronomie interessiert hat, ist natürlich Astrologie ein rotes Tuch für mich. Aber man hat so ein bisschen versucht man sich dann so ein paar Dinge zu merken. Und da ging es um die chinesischen Sternzeichen. Mhm. Und da war nach einem Sternzeichen gefragt, die Kandidatin sagte, die Maus. Und es wurde als falsch gewertet in der Schnellraterunde, weil Ratte gesucht war. Und ich hatte mich aber zufällig vorher mal damit beschäftigt, das ist ja immer so eine Übersetzungsfrage bei Chinesisch, dass dieses Nagetier mal als Maus und mal als Ratte bezeichnet werden kann und dann während die Schnellraterunde läuft. Und ich hätte ihr das jetzt aber schon gegeben oder so. Und dann guckt man mal nach und dann sagt man, ja, das geht schon. Und dann durfte ich dann sagen, dann geh auch raus und sag du dann, dass du das so findest. Und dass es also von mir aus kam, ich sagte, ja, ich finde, man hätte die 500 € geben sollen, weil Maus und Ratte ist eigentlich beides korrekt. Mhm. Und dann wird das auch so gewertet. Also wir sind jetzt nicht so, dass man sich da nicht nachträglich noch korrigieren könnte oder so. Und es gab auch ähnlich, es gibt auch ein anderes Beispiel jetzt zum Beispiel, als ich dabei was war es für eine Sendung gewesen jetzt, der nicht einer gegen 100, sondern dieser jeder gegen jeden. Ja. Ja. Da kam es zu einer Riesenverzögerung mit unserer Aufzeichnung, weil es da auch dieses Champion-Prinzip, glaube ich, gab und dass Kandidaten weiterkommen dürfen und so weiter. Ich habe es jetzt vergessen, wie das Detail war, aber es gab jedenfalls eine lange Diskussion bei der Schlussfrage der vorherigen Sendung, weil irgendjemand gesagt hatte, wie heißt der nächstgelegene Stern? Wie heißt der hellste Stern am Himmel? Und der Kandidat hatte gesagt, Hundsstern.
Gesucht war aber Sirius. Nun ist Sirius aber ist der offizielle Name, aber Hundstern ist ein Name, weil der im großen Hund ist, ist also so, gilt als Bezeichnung. Ist, gilt als Bezeichnung für Sirius. Und dann kam jemand anders, die ganz schlaue Idee, und sagte, es ist doch beides falsch, der hellste Stern ist die Sonne. Und da gab es eine riesige, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausging, ich weiß nur, dass ich fast mein Flugzeug verpasst hätte, weil es eine Riesenverzögerung bei der Aufzeichnung gab. Also ja, solche Dinge passieren. Solche Fragen, am Ende ist auch eine Redaktion, die das zusammensucht. Ja. Und gerade bei so einer Sendung wie eurer jetzt, da ist ja wirklich eine Menge an Arbeit wahrscheinlich auch, die Fragen irgendwie zu mischen. Genau. Sollen sich vielleicht auch nicht wiederholen im selben Jahr. Genau. Ja. Es sind tausende von Dingen und auch bei unseren Schlussumschlägen, da werden ja den Kandidaten und den Jägern, sollen ja parallele Fragen gestellt werden. Das ist ja absichtlich so gehalten, damit sich keiner beschweren kann. Die Kandidaten suchen die Umschläge blind aus, damit das nicht vorher abgekartet werden kann. Aber die Fragen sind parallel aufgebaut, sodass man also immer ähnliche Fragen hat auf beiden Seiten. Das ist dann ja quasi auch das, was für dich dann wahrscheinlich auch ein gutes System ist, weil das ist dann ja relativ fair gestaltet. Das ist fair auf jeden Fall, ja. Und das ist, und aus dem Grunde, da ist also auch schon sehr viel Arbeit steckt da drin. Also die Redaktionen bekommen ein riesiges Angebot an Fragen von ihren Fragenautoren, wählen dann aber Fragen aus, die geeignet sind oder nicht. Und dann müssen die wiederum abgeklopft werden auf dieses und jenes. Da gibt es ja Kriterien, wie zum Beispiel, ein Riesenkriterium ist ja Schleichwerbung oder sowas. Ja, dass also einfach keine Marken genannt werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine sehr schöne, um das mal zu erwähnen, eine sehr schöne Sendung, die auch im Fernsehen bei uns zu sehen ist, ist die Quizjagd auf Servus. TV ist eine sehr, sehr schöne Sendung, eine der besten Quiz-Sendungen, finde ich, die außer unserer eigenen. Bei denen ist es ganz anders. Also da wird keine Rücksicht darauf genommen. Gibt es auch Werbeslogan, die geraten werden. Genau, oder einfach Firmennamen oder sowas oder irgendwas anderes. Und da kommen immer dann diese Fragen, wo ich sage, okay, die könnte bei uns nicht kommen, die könnte nicht kommen. Ja, also da gibt es sehr viele, das geht sogar bei uns bis zum, habe ich jetzt auch zu meiner eigenen Überraschung gehört, bis zum Duden, weil der Duden ja auch privat ist und dass also der Duden nicht mal erwähnt werden darf. Dann, also wir können zwar sagen amtliche Rechtschreibung, aber wir können nicht sagen laut Duden. Und das führt dann so weit, dass man dann, selbst also bei unseren Social-Media-Auftritten muss darauf geachtet werden, nicht bei unseren privaten, sondern bei dem Social-Media-Auftritt vom Gefragt gejagt, muss darauf geachtet werden, dass da keine Marken irgendwie im Bild sind und dass wir hier Flaschen rumdrehen und alles Mögliche. Die Marke ist trotzdem unglaublich erfolgreich geworden. Es gibt Videospielversionen davon. Ja. Ja, also das ist ja schon ein Brettspiel sowieso, aber es ist ja, also auf allen Ebenen kann man Gefragt gejagt nachspielen. Ja. Schaust du dir sowas auch an? Guckst du, wie ist das adaptiert worden für andere Medien? Ja, klar, natürlich. Wir sind da ein bisschen bei dem Videospiel bin ich ja etwas außen vor gelassen worden, weil man das auf 3 Jäger beschränkt hat. Ja. Also nicht nur ich. Aber natürlich interessiert mich das auch. Also wir hatten auch sehr darauf gedrängt, dass man ein bisschen mehr in diesen Merchandise reingeht, weil das in England auch so gemacht wird. Und wir dachten auch, man kann ja, je präsenter wir sind, desto besser. Ja. Wenn man uns also im Supermarkt sieht, irgendwo im Spielwarenladen sieht oder sowas, ich finde das schon interessant. Ein Ersatz für die Sendung ist das nie. Also wenn man ein Spiel hat, hat man natürlich immer einen begrenzten Kartensatz. Und ich finde das immer persönlich, nicht nur bei diesem Spiel, sondern generell so, jemand, der ein Spiel besitzt, auch wenn es Trivial Pursuit ist oder sowas, und der es dann mit unterschiedlichen Gegnern spielt, der hat ja immer den Vorteil, dass man selbst so eine... Ja, also, dass man so ein altes Problem. Ja, klar. Also, es ist, aber ich finde es grundsätzlich sehr gut, dass wir da ein bisschen auch rausgehen und das etwas mehr in so auf. Das fällt mir halt auch, dass so als Marke deutlich mehr etabliert wird als andere Sendungen. Ne? Genau, also wenn man das auf verschiedenen Ebenen sehen kann, dann. Also da, wer weiß denn, sowas ist uns ja da schon um einiges voraus. Die haben das ja schon sehr viel früher angefangen und auch diese Kalender, die wir jetzt hatten, den Adventskalender, fand ich alles sehr lustig. Also den Kalender spiele ich wirklich selber jeden Tag. Ich mache es wirklich, ich bin nicht durchgegangen und habe das ganze Jahr auf einmal gemacht, sondern ich spiele den Kalender jeden Tag, immer jeden Tag die Frage des Tages. Die Fragen des Tages und das finde ich sehr unterhaltsam und ich versuche mich dann auch einzuversetzen in die
wer den Kalender jetzt gekauft hat als normaler Zuschauer, der ist damit auch eigentlich ganz gut bedient. Also man hat da schon was. Wie ist die Situation da im Studio? Man hat ja als Kandidat, ich sag mal, allein schon durch den Aufbau, ja, ist man schon mal erstmal unterlegen. Ja. Da kommst du da als graue Eminenz, kommst da rein und im Grunde alles weiß, oder zumindest deutlich mehr weiß als ihr alle, sonst würde ich hier oben nicht sitzen. Also es ist ja schon durchaus auch so ein, ja, so ein spielerisches Element drin, ja, dass man erstmal ganz klein gehalten wird als Kandidat. Ja, ja. Bist du da jetzt so über die Jahre, du machst das jetzt schon einige Jahre, mit deiner Performance zufrieden und auch mit dem Ergebnis oder dem Abschneiden? Wie kritisch bist du mit dir selber, was so einzelne Sendungen dieses Formats angeht? Ja, ich bin sehr kritisch mit mir selbst. Also so bestimmte Dinge, die man, wenn man eine Frage nicht gewusst hat und wo man sagt, die hätte ich wissen müssen, das hängt einem jahrelang hinterher. Also ich kann jetzt noch Fragen bei Jeopardy nennen, die ich damals nicht. Also da habe ich eine Frage. Ich will es ganz konkret sagen. Da war da hatte ich eine Super Jeopardy-Frage, also bei der man setzt, den Betrag selbst setzen kann. Da hatte ich einen relativ hohen Betrag gesetzt und da wurde danach gefragt, wer It's Raining Men gesungen hat. Und das waren die Weather Girls. War mir damals nicht bekannt und und seit ich die, wenn ich dieses Lied höre, ja, wenn ich diese, also das ist der Soundtrack immer, immer wieder, das ist immer wieder, das hätte ich damals, ja, und das sind so Dinge, die natürlich ist Unsinn, aber ja, und es gibt dann manchmal so Fragen, also ich hatte in der letzten Staffel eine Frage gehabt, in welchem Land der Film 1917 spielt, und den Film hatte ich eine Woche vorher gesehen und ich sag aus irgendeinem Grunde, das war so ein Klick in meinem Gehirn, ich sag Italien. Ich glaube, das hing damit zusammen, es gibt ja dieses 1900, langen Spielfilm, der in Italien spielt. Und das war irgendwie eine Fehlschaltung da oben gewesen, weil 1917 spielt in Frankreich. Und der Film hat mir gefallen. Ich habe ihn gesehen, wie gesagt, kurz vorher gesehen. Und ich sage dann Italien, wo es Frankreich sein muss. Solche Dinge hängen mir nach, weil das irgendwie, da ist so eine... Da ist irgendwas schiefgegangen. Dann gibt es auch wieder Sachen, wo ich sage, mein Gott, das... Echt, das habe ich nicht gewusst. Das fand ich auch jetzt extrem schwierig oder so. Oder es ist ein sehr knappes Ergebnis. Dann sage ich auch, klar, die Kandidaten haben es verdient. Also die haben da, die haben besser, wenn so ein Kandidaten eigentlich, wenn die über 20 Punkte haben, dann gewinnen die in den meisten Fällen gegen fast alle Jäger. Also es hat nur sehr wenige Siege gegeben, Jägersiege gegeben gegen Kandidaten mit über 20 Punkten. Und dann sage ich auch, die Kandidaten haben es verdient. Und manchmal, es wird einem auch leid tun, wenn man dann die Kandidaten mit diesem super Ergebnis in der allerletzten Sekunde noch schlägt, was dann auch passiert ist schon. Aber es ist auf keinen Fall so, dass du da Rücksicht nimmst auf die Karte. Nein, das eben nicht. Nein, man spielt sein Spiel durch und es ist ja auch ein bisschen, man verteidigt auch sein Image. Ja. Also das ist klar und man weiß ja auch, dass es für die Zuschauer beides interessant ist. Also selbst der Jäger verliert in der letzten Sekunde und der Jäger gewinnt in der letzten Sekunde. Das ist eine gute Sendung. Das ist eine interessante Sendung. Und wenn wir eine Sendung haben, bei denen also Kandidaten jetzt 10 Punkte erspielt haben und die werden in einer Minute geschlagen, ist es ein relativ uninteressantes Finale für die Zuschauer. War ja auch immer der Reiz bei Schlag den Raab damals, dass Stefan Raab immer ehrgeizig war bis zum Ende. Ja, genau, das hat man ihm auch abgekauft. Der hat nichts verschenkt. Und, und ich finde aber insgesamt, um zu sagen, ich sage auch oft mal, es kommt auch mal vor, dass ich eine Sendung verloren habe und ich sage trotzdem, es war eine schöne Sendung, weil die Sendung sehr unterhaltsam war, weil wir lustige Kandidaten hatten, Kandidaten, mit denen viel gesprochen wurde, viel hin und her ging oder einzelne Duelle sehr spannend waren oder sowas. Also das Gesamtbild sehe ich auch immer unabhängig von meiner Person und sage, das war eine gelungene Sendung, das war eine unterhaltsame Sendung. Und, aber insgesamt versucht man natürlich schon irgendwie, Schaust du die Sendung auch, während du noch nicht aufgetreten bist? Also guckst du Hintergrund mit, was die Kandidaten da im Vorfeld so erzählen oder so diese Vorstellung? Soweit ich kann, also es ist dazwischen immer Maske und sowas, aber soweit man das mithören kann, das interessiert mich, weil ich gehe auch gerne drauf ein. Ja. Also wenn Kandidaten irgendwas, ein Hobby haben oder irgendwas mit dem Namen oder sowas, dass man das... dass man eine interessante Bemerkung dazu machen kann oder einfach nur einen Spaß, wenn die Beträge geboten werden, dass man dann sagt, ja, dafür können Sie sich ja dann die Reise, von der Sie da eben erzählt haben oder sowas leisten oder irgendwie sagen oder wenn man da irgendwie 5 Euro bietet, dafür können Sie sich ja dann irgendwie diesen Das macht ja auch Spaß. Ja, das macht ja auch Spaß. Ja, genau. Also das finde ich auch das Schöne an unserer Sendung, dass man da ein bisschen Spielraum hat, noch zu erzählen. Also nicht eben nur à la Jeopardy oder sowas, nicht nur Antwort, 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 also Frage, 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 dass man das alles hintereinander runterbetet
und kaum Möglichkeit hat, irgendwas dazwischen zu machen. Also mir hat dieses Element, das hat mich als Jäger auf jeden Fall gereizt und an der Jägerrolle gereizt, dass man mal gefragt, gejagt die Möglichkeit hat, in die Sendung noch was Zusätzliches einzubringen, auch sagen wir mal, ja, ein Stück von seiner Person einzubringen. Ja, das ist, glaube ich, das, auf das dann das auch langfristig frisch hält. Auch, dass ihr ja so unterschiedliche Typen seid, die dann kommen. Man weiß nie genau als Zuschauer, wer kommt denn da jetzt? Genau, da runter, ne? Ja. Und das ist halt auch irgendwie so ein Element, was für alle irgendwie spannend ist. Ja, das ist alles interessant an der Sendung, ist ja auch, dass wir vier Kandidaten haben, die sich vorher nicht gekannt haben. Ja. Ja, das muss ich jetzt auch aus meiner Rolle als Kandidat damals in der Sendung sagen. Mhm. Wir hatten damals, da haben wir, die vier Kandidaten haben ihre vier Garderoben in diese da mit Namensschild und sowas, und jeder geht in seine Garderobe rein. Und ich war damals angereist mit meiner Tochter, die hat mich einfach nur begleitet und sowas, und sagte ich, und das Erste, was ich sagte, ist, jetzt gehen wir mal gucken, was die anderen so machen und ja, sowas. Und dann bin ich zu den anderen gegangen und wir haben uns dann nach ein paar Minuten saßen wir alle zusammen in einem Raum. Und der eine andere Kandidat hatte seine Tochter dabei, die ungefähr so alt war wie meine Tochter. Die haben sich wieder unterhalten und sowas. Und das hat dann irgendwie, und da war sofort eine Dynamik da, weil ich gesagt habe, also im Unterschied zu anderen Shows, wo man ja, klar, wir haben uns auch unterhalten bei Der Schwächste fliegt oder sowas, da sitzen dann 10 Kandidaten zusammen, die du versuchst aber, jetzt mache ich einen kleinen Exkurs, bei Der Schwächste fliegt ist es ja so, dass man versucht, da werden ja die Kandidaten durch ein Voting werden die Kandidaten ja rausgeworfen. Das heißt, die Spielleistung an sich ist nicht das entscheidende Kriterium, sondern wie schätzen einen die anderen Kandidaten ein? Ja. Da fängt man dann leider, muss man sagen, da fängt man an zu taktieren, weil du willst nicht als der Schlaue rauskommen. Also ich erzähle da jetzt nicht, hier, ich habe bei Jeopardy gewonnen. Mhm. Also, oh, den Kerl müssen wir aber sofort loswerden, sondern da kommt was Psychologisches dazwischen. Das ist wirklich so, weil man muss darauf achten, dass man nicht sofort rausgeworfen wird von den anderen, weil die einen ja den Stärksten loswerden wollen. Ja. Der Schwächste fliegt, aber eigentlich wollte man ja die raus haben, die gut sind. Der Stärkste, ne? Das heißt also, man muss dieses Ding überwinden. Das ist in so einem Spiel sehr, sehr schwierig und man muss das mit berücksichtigen. Bei Gefragt gejagt ist was anderes. Ich habe gleich gesagt, wir sind ja nicht Gegner, wir sind ja ein Team. Wir spielen miteinander. Wir wollen ja sehen, dass wir alle da durchkommen. Mhm. Wir haben sofort abgemacht, was wir gewinnen, teilen wir durch vier. Was meiner Meinung nach ein wichtiges, das ist ja immer freiwillig, das heißt, ausgezahlt wird der Gewinn laut Spielregeln an die Gewinner, aber die können es alleine aufteilen, wie sie wollen. Klar. Und wenn sie vorher eine Abmachung treffen, dass sie das durch vier teilen, hilft das meiner Meinung nach, weil man ja eher zockt und eher einen hohen Betrag nimmt, weil man ja weiß, ich werde nach einem Gewinn sowieso beteiligt, aber wenn ich zocke, habe ich auch eine Chance, den Betrag aufzustocken. Meiner Meinung nach ist das die bessere Taktik. Ich würde es auch empfehlen, ich habe ja keine Möglichkeit, mit den Kandidaten vorher zu sprechen, aber ich würde es allen empfehlen, allen, die das jetzt auch sehen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das so zu machen. Also wir haben vorher ein ganz lockeres Gespräch gehabt, haben da zusammengesessen, haben da gelacht und als dann jemand von der Redaktion reinkam und uns gesehen hat und sagte, Mann, das habe ich ja noch nie gesehen hier, dass ihr schon so ein Team seid, nachdem ihr euch eigentlich erst ein paar Minuten kennt oder sowas. Und das ist doch der Sinn der Sache, habe ich gesagt. So muss es doch sein. Also mich hat es überrascht, dass das nicht ständig stattfindet. Das sollten die Kandidaten auf jeden Fall machen. Also sie sollten sich auf jeden Fall verstehen, sollten auch ein bisschen so überlegen, wie spielen wir es jetzt, wie machen wir dies und jenes. Und das hilft. Werden die denn so ein bisschen passend zusammengestellt von der Redaktion, kann man das sagen? Oder habt ihr auch manchmal Gruppen? Wir haben ja logischerweise nichts damit zu tun, aber ich habe den Eindruck, nein, die sind bunt gemischt. Mhm. Also die sind möglichst bunt gemischt, also möglichst aus verschiedenen Gegenden. Es ist ja immer, es wird ja darauf geachtet, dass es Männlein, Weiblein, 50-50 ist, wenn es irgendwie geht. Aber auch ansonsten, dass die irgendwie aus verschiedenen Regionen kommen. Und das ist ja auch, das hilft ja am Ende den Kandidaten. Ja, denn stimmt, wenn vier im Finale sind und das jetzt ist jemand, der älter ist, die vielleicht die älteren Dinge kennen und jemand jünger ist, der die neueren Dinge kennt und männlich-weiblich hilft natürlich auch, weil man unterschiedliche Interessen hat oder unterschiedliche Berufe hat. Das heißt, je bunter gemischt dieses Team ist, desto besser für das Team insgesamt. Das ist auf jeden Fall besser als so eine als irgendwie, sagen wir mal, der wie in anderen Sendungen, da kommt der Kegelclub oder sowas. Also irgendwie die drei Leute, vier Leute, gleiches Alter, gleiches Interesse, das bringt nichts. Also insofern ist das schon sehr gut, aber das ist ja auch interessant für die Dynamik der Sendung. Ja, und wir haben eben wir bekommen die Namen auch erst kurz vorher, haben wir nur ein Foto und einen Namen. Mhm.
hilft eigentlich überhaupt nichts. Die Fotos sind manchmal einfach so von der, jetzt heutzutage sowieso, wenn das mit viel Videocasting gemacht wird, irgendwie so ein Webcam-Bild, das ist also zum Teil. Ein Screenshot. Ja, ja. Also, okay, wo die, manchmal die Leute ein blaues Gesicht haben, ja, oder so was, das haben wir schon, ja, wir spielen wir hier gegen die Schlümpfe heute. Ja, das ist also einfach fürchterliche Bilder manchmal. Und, ja, und dann haben wir uns also, wir müssen uns auch dann darauf einlassen, aber uns sind natürlich auch Kandidaten lieber, die ihre Späßchen machen und ja, die ein bisschen locker drauf sind. Und wir wollen das auch fördern, also die sollen ja auch nicht verkrampfen, sondern wir wollen schon den Eindruck, wir möchten die ja nicht einschüchtern, wir möchten ja nicht, dass sie da in so und jetzt machen wir uns mal einen schönen Abend und jetzt spielen wir mal, oder Nachmittag in dem Fall, jetzt spielen wir mal zusammen und sehen wir, was rauskommt. So. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.